In der Regionalliga Bayern sorgt ein Münchner Verein gerade für Furore. Türkgücü München. Aufsteiger und mittlerweile schon auf dem zweiten Tabellenplatz. Und der Trainer ist ein alter Bekannter aus München. Für Rainer Maurer ist Türkgücü München seine 14. Station als Trainer. Neben Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Memmingen waren darunter so exotische Vereine wie OFI Kreta, AS Rhodos und Skoda Xanthi in Griechenland oder Angthong FC in Thailand. In München ist Rainer Maurer durch seine Zeit beim TSV 1860 bekannt. Zweimal war Rainer Maurer Co-Trainer und dreimal Cheftrainer bei den Löwen. Seit dem 1. Juli ist der 59-Jährige offiziell der Cheftrainer bei Türkgücü München. Mit dem Aufsteiger aus Neuperlach gehört der Fußballlehrer zu den Favoriten in der Regionalliga Bayern. Die Mannschaft von Türkgücü München wurde für die Premierensaison in der Regionalliga stark verändert. Von 25 Spielern im Kader sind 16 neu. Nach 4 Spieltagen hat Türkgücü München 3 Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Aktuell steht die Mannschaft von Rainer Maurer auf dem zweiten Tabellenplatz. Und auf dem zweiten Tabellenplatz, da müssen wir lange grübeln, wann Rainer Maurer da mit einem anderen Münchner Verein vielleicht gestanden hätte. Erstmal herzlich willkommen, servus. Ja, servus. Zurück in München, so können wir es ja schon mal ein bisschen überschreiben. Wie gut ist denn mittlerweile dein Türkisch so bei Türkgücü München? Da wird ja vielleicht das auch ein bisschen so in der Vereinsführung sowieso gesprochen. Ja, mein Türkisch ist bei Null, also muss ich ehrlich sagen. Und wir haben ja eigentlich auch die Türken, die über uns spielen, sind ja auch alle in Deutschland geboren. Sind da meistens mehr Münchner als ich, obwohl ich eigentlich seit 82 fast durchgängig in München bin. Ja gut, du kommst ja aus dem Allgäu. Gehässige Leute würden sagen, ist ja vielleicht gar nicht mehr Bayern. Aber ihr habt ja, wenn man guckt, bei den Spielern an Österreicher, an Japaner, der Rest ist alles deutsche Spieler. Also wie viel Türkisch ist denn da wirklich drin noch im Kader? Ja, man sieht ja auch unser Wappen, ja, dass die Hälfte ist bayerisch und die Hälfte ist türkisch. Und klar, wir haben jetzt mehr Türken als letztes Jahr. Sogenannte Türken, ich meine, die sind ja hier schon in dritter Generation geboren. Und wenn ich die dann sehe, wie unseren Kapitän in Yilmaz, der spricht natürlich ein besseres Münchnerisch als ich. Spricht er besser Dialekt so generell? Ja, besser als ich auf jeden Fall. Also von der Seite her passt es trotzdem ganz gut. Wie bist du zufrieden? Nach 4 Spielen, Tabellenzweiter, also es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres, natürlich hätte man sich noch mehr erwünscht, aber es ist klar, das ist kein Wunschkonzert. Wir haben ganz normale Anfangsschwierigkeiten mit einigen Verletzten, einigen Anpassungsschwierigkeiten. Eben auch, dass wir uns erstmal wieder akklimatisieren müssen in der Liga und dass wir eben viele Neuzugänge integrieren müssen. Ja gut, Neuzugänge, fast die gesamte Mannschaft ist ja neu gekommen halt und du musst die jetzt ja auch so ein bisschen sammeln. War das für dich jetzt so eine Aufgabe, wo du gesagt hast, ja, das ist der Reiz daran? Oder war es generell einfach mal zu sagen, ach, in München, da arbeite ich lieber als woanders? Ja, passt alles zusammen. Erstens mal in München zu arbeiten und dann auch ein bisschen am Kaderplanung mitzumachen. Das hat natürlich schon Spaß gemacht. Wir haben lauter ehrgeizige Jungs und von der Seite ist es eine spannende und packende Geschichte. Ist ja auch irgendwie so ein 60er-Trio wieder beieinander. Mit dir, mit Michael Hofmann, bei den Torleuten und ja, mit dem Robert Hettich, der sozusagen als sportlicher Leiter jetzt arbeitet. Mit einem Grund gewesen zu sagen, okay, dann mache ich es, weil ich einige Leute wirklich in wichtigen Funktionen schon kenne? Ja, für mich war es natürlich mit dem Robert Hettich sehr wichtig. Das ist natürlich mein Ansprechpartner Nummer 1. Mit dem Präsidenten Hasan Kifran und ihm haben wir auch die Mannschaft dann zusammengestellt. Und von der Seite her war das natürlich für mich viel angenehmer, wenn man die Person schon kennt. Dann kann man auch mal den einen oder anderen Spruch machen, weiß man, wo man den auch hinordnen kann. Und ist dann angenehmer und leichter anzufangen. Nun heißt natürlich klar, der Aufsteiger, der ambitionierte Aufsteiger, es wird gesagt, ihr hört mit zu den, wie wollen wir es nennen, Aufstiegsfavoriten dann schon wieder oder Aspiranten. Was hättest du denn, wo du sagst, das könntest du noch unterschreiben? Ja, Aspiranten, denke ich, können wir schon machen. Ich glaube, wir sind nur wenige Profiteams jetzt in der Liga. Allerdings sind wir eben auch ein Aufsteiger, das darf man auch nicht vergessen, und haben eine völlig neue Mannschaft. Man sieht das bei Schweinfurt, die arbeiten im dritten Jahr daran, dass sie endlich den Aufstieg schaffen. Und von der Seite sind das sicher auch dann die Favoriten. Was natürlich auch im Vorfeld immer im Gespräch war, wenn die so viele neue Spieler holen, die müssen ja ein super dickes Konto haben. Seid ihr so der Krösus der Regionalliga Bayern? Ich glaube nicht, dass wir einen teuren Spielerkader haben als Schweinfurt 05. Ich denke schon, dass wir ganz gut dabei sind, aber man muss natürlich auch schon sehen, wenn man einen Spieler nach München holt und der dann irgendeine Wohnung noch bezahlen muss, dann ist es schon erst einmal von Haus aus ein teurer Spieler. Der muss dann irgendwo noch auch einen Kühlschrank was reinkriegen. Und dann ist man halt dann schon bei einer gewissen Summe, die dabei ist. Aber ich kann durchaus sagen, dass wir viele Spieler auch haben, die eigentlich bei der Familie in München wohnen,
wie eben ein Patrick Hasenhüttl oder ein Sarah Dimsack, um nur einige zu nennen, die auch in München geboren sind, die dann auch wieder gern nach München zurückgekehrt sind. Was ist jetzt so der besondere Reiz dabei? Ist es für dich ein Projekt? Ist es ein normaler Trainerjob? Ist es wirklich nochmal so eine Sache, wo du sagst, boah, das ist die Chance, eigentlich nochmal hier mit einem Münchner Verein wirklich nochmal richtig durchzustarten? Ja, das ganze Paket. Das ganze Paket passt da. Ja, hier in München zu sein, junge Spieler zu haben, die noch Ziele haben, die davon träumen, nochmal in der Bundesliga zu spielen. Aber auch Spieler haben, zu haben, die hier ambitioniert noch sind und hier mit Türkgücü was zu bewegen. Wir wollen hier dann auch unsere Fans wieder gewinnen, dass wir mehr haben. In der Rückrunde sind wir dann auch im Grünwalder Stadion endlich, dass wir dann auch heimisch sind in München. Das ist natürlich für uns und das so viele Punkte, die dafür gesprochen haben, dass ich hier bin. Ist es ein Problem gerade so? Ihr spielt in Heimstetten, 800 Zuschauer, wenn ihr auswärts seid, da sind bis zu 2000. Also man merkt da wirklich eine Disbalance. Was ist los? Ja, ich denke, das ist erstens mal auch so, dass wir jetzt zweimal miteinander aufgestiegen sind. Vor einem guten Jahr waren wir noch Landesliga. Jetzt sind wir Regionalliga und wird natürlich dann gleich erwartet, dass wir da jeden Gegner wegfahren. Und da muss ich dann schon nochmal schauen, dass wir hier die Kirche im Dorf lassen, dass wir da ganz vernünftig sind, dass es natürlich nicht alles immer wunschgemäß läuft. Ist ganz normal und an der Seite müssen wir uns dann richten. Wie wird es denn sein, vielleicht dann, wenn du ins Grünwalder kommst? Da ist ja vielleicht noch eine ganz andere Erinnerung drin. Ja, ganz klar. Ich habe schöne Zeiten als Spieler gehabt, sogar als Trainer. Die letzten Spiele noch im Grünwalder Stadion zu machen mit 60 München, das war natürlich auch eine tolle Zeit. Ich habe hier auch schon früher mit der zweiten Mannschaft von 60 trainiert. Mit Unterhagen hat ein Jahr im Grünwalder Stadion gespielt, wo wir Meister geworden sind, 82, 83. Also da habe ich natürlich sehr gute Erinnerungen. Ist natürlich ein super Fußballstadion. Und wir freuen uns natürlich alle drauf, dann, wenn wir irgendwann wieder in München spielen. Ihr seid dreimal auch im Fernsehen zu sehen in den nächsten Wochen. Also da springt auch was an. Seid ihr so das Zugpferd der Regionalliga Bayern? Das, was zum Beispiel ja die Löwen vor zwei Spielzeiten waren. Da war ja diese Regionalliga Bayern, hat ja richtig geboomt, auch bei den Zuschauerzahlen. Weil überall, wo die 60er kamen, war voll. Ich denke, da kann man es auch noch nicht vergleichen. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, ein aufstrebender Verein, der jetzt relativ neu ist. Und von der Seite her ist natürlich sicher noch eine andere Tradition bei den Löwen da. Letztes Jahr waren die Bayern natürlich auch ein bisschen die Gejagten. Und grundsätzlich habe ich halt schon gemerkt, dass es dann bei unseren Spielen dann auch schon mal ein bisschen härter hergeht. Und da hoffe ich natürlich dann auch, dass die Schiedsrichter entsprechend eingreifen. Wer sind denn noch die anderen Aspiranten? Ja, da zählt zum einen natürlich in erster Linie die Schweinfurt 05. Da zählen aber auch Mannschaften, die jetzt schlechter gestartet sind als wir, wie jetzt Bayreuth oder Burghausen, aber auch die zweiten Mannschaften, Nürnberg 2 hatte ich ja auch schon gesehen, die jetzt momentan noch vor uns liegen. Dazu, aber es sind auch so wie Eichstätt, die letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt haben, die dieses Jahr sicher wieder gut dabei sind, die auch den Vorteil haben, dass sie immer den Gegner haben, gegen den wir gerade gespielt haben. Das hat man auch bei den Löwen vor zwei Jahren gemerkt, dass dann oft die Luft die Woche drauf hin raus war. Also von der Seite her ist natürlich schon, sind einige Mannschaften, die um den Aufstieg spielen. Und das Ganze ist von Saison zu betrachten, weil wenn es vielleicht nach der Saison nicht klappt mit dem Aufstieg, dann ist vielleicht die Luft raus, dann ziehen sich vielleicht auch einige Personen und das Geld zurück? Das glaube ich jetzt nicht. Das bin ja eigentlich ganz anderer Meinung und ganz andere Sicht. Für mich ist es aber trotzdem so, dass ich jetzt nicht als Trainer über Jahre hinweg plane, sondern ich lebe jetzt mehr in dem Jetzt oder in den nächsten Wochen. Und da freue ich mich natürlich eigentlich auf jeden Tag, wo das Wetter auch noch ganz gut mitspielt und wo die Trainingszeiten da sind. Rainer, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Hab gerade erfahren, du wohnst gar nicht weit weg von uns vom Sender. Also wenn dich der Weg mal so an einem Montagabend, einen kleinen Spaziergang vorbeiführt, gern. Bist immer gern gesehen bei uns. Danke. Ja, danke schön.